Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir müssen mit Jakob sprechen. Haben die gute Bailey in der letzten Folge besiegt, nachdem sie etwas ausgerastet ist. Und der August. Irgendwie habe ich ihn lieb, ich weiß auch nicht. Wir haben, glaube ich, alle Missionen jetzt mittlerweile hier erledigt. Was haben wir denn? Was? Verfügbare Missionen, alte Mächte? Relikte ist aktuell verfolgt. Ah, nee, das ist Jakob. Nee, Zahedi, Entschuldigung. Einfach fantastisch. Ich weiß, es war. Er hat jetzt noch eine Quest? Hast du eine Theorie, was August im Tempel gemacht hat? Ich überlege noch. Aber selbst wenn ich eine hätte, replizieren könnte ich. Warte. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Stimmt nicht. Du bist August nämlich ähnlicher als uns allen. Deine Kräfte. Sie manifestieren sich auf brachialere Weise, aber zweifellos hast du eine gewisse Kontrolle über die Anomalie. Du glaubst, ich kann diesen großen Obelisken aktivieren, so wie August? Nein, aber was Bailey auch getan hat, hat ihn wohl beschädigt. Jedoch muss es noch mehr Obelisken geben in den Ruinen. Vielleicht kannst du sie finden. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Klar, versuchen wir es, gar keine Frage. Wo sollen wir hin? Zur Schnellreise? Nö, wir sollen hier vorlaufen. Jetzt gucke ich trotzdem nochmal in die Schnellreise, weil ich vertraue dem der ganzen Navigation überhaupt nicht mehr. Wo sind wir denn? Wir sind im Camp. Das ist die Quest Alte Mächte. Da soll ich jetzt den ganzen Weg laufen, anstatt mich einfach hier vorzuteleportieren. Ganz bestimmt nicht. Na gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Ist immer schön, wenn. Wenn du den Obelisken findest, können wir auf jeden Fall sehen, wie deine Kräfte mit ihm interagieren. Und du glaubst, das wird gut ausgehen. Na, einer von uns muss ja positiv. Da hat er wohl recht. Ist immer gut, wenn man Navigationsgeräten nicht vertrauen kann. Ich meine, die haben einen Job, ne? Dich dahin zu bringen, wo du hin möchtest. Und wenn es da nicht klappt, ist immer mega geil. Naja. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden aktuell mit unserer Ausrüstung. Wir können mal gucken, ob wir nach der Quest beim Zahedi nochmal ein bisschen was hochstufen können. Ich quere die Ruine. Na, guten Tag. Ach, come on. Ach shit, das war wieder bloß so eine Holzdeckung. Die hat nicht ganz so viel gebracht. Und ich habe schon wieder vergessen, mein Dings einzusetzen. Ist halt auch nicht so easy, wenn man verschiedene Charaktere spielt, ne? Weil ich spiele ja, wie gesagt, auch noch einen Technomanten. Und dann jedes Mal im Kopf umzuswitchen, dass man jetzt doch ein bisschen anders die Fähigkeiten einsetzen muss, braucht immer erstmal ein paar Minuten. Na, wir haben nur noch einen Schuss. Ich würde die gerne aufrechterhalten. Wir warten mal noch eben. Jetzt können wir. Also mit den Lava-Geschossen ist schon. Ist schon geil, ich kann es nur mal wieder sagen. Den holen wir uns mit einem Scharfschützengewehr. Ach, da ist er. Ich dachte, er ist da oben. Uiuiui, Aim ist mal wieder on level heute. Den müssen wir unbedingt auf den Kopf treffen, sonst passiert da nicht viel. Passiert aber auch so. Alter Schwede, wie viel hält denn der aus? Haben wir so ein schlechtes Scharfschützengewehr? 615 ziehen wir den ab. Ich will jetzt aber nicht unbedingt die Lava-Geschosse aufs Scharfschützengewehr draufhauen. Ich weiß nicht, ob das einfach aktuell zu schlecht ist. Wir da schon hätten mal wieder was Neues machen müssen, aber so ist es auf jeden Fall nicht die Lösung. Ja, das macht schon ein bisschen mehr Schaden hier. Und bam. Vielleicht sind sie alle, aber wir haben noch ein Magazin. So, ich würde mal wieder ein kleines Stück zurückgehen. Kommen auf einmal doch noch ein paar mehr Leute aus dem Gebüsch. Gut, also als nächstes auf jeden Fall ein neues Scharfschützengewehr. Wo ist der? Ach, dort. Man sieht die immer so kaum. In dem ganzen Gestrüpp drin. Es werden immer mehr.
Ja, dann gucken wir mal. Dann machen wir die Quest noch. Dann haben wir das Gebiet hier abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir reisen nochmal zurück, dass wir ein weiteres Gebiet mal noch abschließen, also was die Quests angeht. Und dann machen wir wieder Story weiter. Ich denke, so ist das eine ganz gute Mischung. War ein bisschen doof, dass ich das am Anfang so verpeilt habe. Aber man ist halt irgendwie am Anfang auch so viel Story, ja, fanatisch, sage ich mal. Also man will natürlich wissen, wie es weitergeht. Da habe ich das etwas außer Acht gelassen, aber glücklicherweise ist das bei dem Spiel ja überhaupt gar kein Problem, weil sich die Weltstufe ja anpasst und somit der Loot genauso gut ist, den man bekommt, auch für alte Quests, und die Schwierigkeit genauso hoch. Deswegen ist das eigentlich so gar kein Problem. So, bist du der Letzte. Ich hoffe. Sieht gut aus. Da vorne müssen wir irgendwas drücken. Aber hier muss es auf jeden Fall noch irgendwo eine Kiste geben. Na, Munikiste. Können wir kurz nachladen. Können wir gleich noch ein bisschen was mitnehmen da vorne. Sag ich doch. Ein schöner Wasserfall. Lasst uns gleich mal ins Inventar gucken, weil ich würde gerne mal wissen, ob wir ein cooleres Scharfschützengewehr. Oh, hier, schaut mal. 4-9. Ja, ich glaube, das wird erstmal die bessere Alternative. Der Rest bleibt so. Haben wir hier irgendwo was Lilanes, was sehr viel geiler ist? Ist allerdings Brandbombe drauf. Gut, müssen wir später nochmal in Ruhe gucken, aber zumindest das Scharfschützengewehr wollte ich dann doch mal wechseln. Selbes Visier, 10 Schuss. Das haut hin. Mal gucken, ob wir den Obelisken steuern können. Ich denke doch schon. Wir sind doch auch verändert. Da müsste das doch auch klappen, oder? Ist schon ein bisschen gruselig, die Stimmung. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmen schon wieder leiser geworden sind. Ich gucke es mir nach der Folge mal in der Aufnahme an. Schau mal, ob ich das nochmal hochstelle, aber es ist ja eh manchmal so, dass es sehr laut ist und manchmal sehr leise. Also in den Videosequenzen zum Beispiel passt es genau von der Lautstärke. Aber wenn ich jetzt hier schieße und der was quatscht, dann sind die Schussgeräusche viel, viel lauter. Obwohl ich das am Anfang eigentlich alles mal so ich habe es wieder voll verpatzt. Er hat es trotzdem noch gemacht, obwohl ich schon im Nachladevorgang war. Ist natürlich ziemlich cool. Ah, es war schon das zweite Magazin. Sorry, ich habe ein bisschen schlecht gespielt. Einfach zu viel gequatscht habe und blind drauf rumgefeuert habe oder drauf losgefeuert habe. Aua, Ist doch mal gut. Haben wir irgendeinen Mod drin, dass wenn wir wenig Leben haben, dass es die Gegner vereist? Sonst könnte ich mir gerade nicht erklären, warum die gerade vereist wurden. Ah, jetzt sterbe ich gleich noch, weil ich immer das Scharfschützengewehr ausprobieren wollte. Das ist natürlich auch nicht der Weg. Ja, ist doch gut. Also schadenstechnisch wird es langsam echt eklig. Mal so 2-3 Sekunden ohne Deckung irgendwo rumlaufen ist schon sehr nah dem Tode. Hier scheint alles sicher zu sein. Ich bin mir aber... irgendwas Komisches habe ich gehört. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir vielleicht noch was finden. Ach, das wäre da auch so ein schöner Truhenplatz gewesen. Aber wir haben schon eine bekommen. Moment. Nee, das sah gerade so aus hier, als würde das blau leuchten. War aber leider nicht der Fall. Gut, war bloß noch Munition hinten. Stimmt, die haben wir auch ganz vergessen mitzunehmen. Guck mal, da können wir doch mal das hier nutzen. Ah, die kommen noch von hinten. Ja, ich würde ganz gerne noch warten, bis sich unser Dings wieder aufgeladen hat. Das hier.
War eigentlich easy. Zum Glück waren das alles bloß so eine Nahkämpfer. Ah, da kommen schon wieder die nächsten. Aura der Steinhaut. Das heißt, da haben wir einen Boss. Aber trotzdem ist es schon... Halten die doch schon echt viel... Echt viel aus. Mal überlegen jetzt, wir haben noch Lavageschosse, gleich haben wir keine mehr. Na gut, wir konnten nochmal aufladen, aber so ohne Lavageschosse brauchen wir ja schon fast ein komplettes Magazin für einen so normalen Gegner. Wird langsam doch ein bisschen zu schwach. Ihn kann ich irgendwie, was ist das? Schild oder so? Und volle Kanne, gefrierende Schüsse. Nee, geh bloß weg damit. Ah, okay, er hat ein ganzes Magazin davon. Kann ich natürlich nicht so viel machen. Ah, shit, ich kann meine Fähigkeit nicht einsetzen. Jetzt. Ich sehe den überhaupt nicht. Er hat irgendwie genau dieselbe Farbe wie der Hintergrund. Es geht mir aber auch so oft im Spiel so, dass man die Gegner so schwer erkennt. Oh Mann. Er hält echt viel aus. 55 Schaden gerade mal. Jetzt haben wir endlich wieder Lavageschosse. Ui. Wir müssen trotzdem echt aufpassen, dass wir nicht sterben gegen den. Hä? Wo waren meine Lavageschosse hin? Dass wir nicht sterben gegen den. Oh, jetzt wird's knapp. Nein, der wieder gerollt ist, obwohl ich es nicht wollte. Nein! Uiuiuiui. Ganz schnell Lebensentzug. Wir müssen hier mal ein bisschen auf Entfernung. Und vor allem Deckung. Also der hat es wirklich in sich. Ich möchte die Lavageschosse nicht verlieren. Ich warte wieder, bis das Ding aufgeladen ist. Da ist er widerstanden. Er hat wieder widerstanden. Ach, geh doch weg mit deinen gefrierenden Schüssen. Wir müssen langsam machen. Nein, lad noch auf. Okay, aber wir können es tatsächlich unterbrechen. Das finde ich relativ cool. War jetzt nicht so viel gebracht, weil wir plus 7 und... Was ist denn das? Ich glaube, er backt. Weil wir halt nur einen Gegner natürlich gerade jetzt damit treffen konnten, aber wir haben ihn gleich. Jawohl, und jetzt lass mal was Lilanes. Jawohl. Ja, geil, eine Pumpgun. Also ich bin absolut kein Pumpgun-Freund. Ich kenne zwar einige Leute, die Pumpgun spielen und auch gut Schaden damit machen. Aber ich, das ist, also für den Technomanten ist das irgendwie nicht die richtige Waffe. Ich klar, so Assassine und so, die halt relativ viel Rüstung haben und generell immer Schild und viel Lebensentzug oder was auch immer, die halt auch wirklich in den Nahkampf gehen können oder vielleicht auch für den Verwüster. Habe ich noch gar kein Spiel gesehen, soll ja aber auch aktuell irgendwie die schlechteste Klasse sein. Der soll ja zumindest am meisten aushalten. Vielleicht auch für den, aber meins ist es nicht, weder für den Pyromanten hier noch für den Technomanten. Ich mag das, wenn wir eher aus sicherer Entfernung ein paar Headshots verteilen können. So, wir haben hier so einen Obelisken gefunden. Mal gucken, ob wir was machen können. Was ist? Er fing an zu leuchten. Hat mich erwischt. Wow, dann gab es eine Reaktion. Ja, eine ziemlich heftige. Okay, das heißt, hier kommen gleich 1000 Gegner? Und testen, ob es wieder zu einer Reaktion kommt. Ja, das klingt nach einem echt miesen Plan. Bitte, Outrider, für die Wissenschaft. Okay, zum Glück kam nichts. Alte Mächte, na zumindest hier gleich an dem Schnellreisepunkt, dann haben wir das relativ fix erledigt. Dann passt das doch. Die Quest habe ich tatsächlich mit meinem anderen Charakter auch noch nicht gespielt. Ich habe generell relativ wenig Quest, so Hauptstory-Quests gespielt oder auch, Hauptstory schon, aber Nebenstory-Quests nicht wirklich. Deswegen ist mir das alles doch noch relativ neu. Nicht, dass ihr denkt, ich tue jetzt so von wegen, hö, was passiert denn jetzt? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es weiß, dann sage ich es. Okay, dieses Navi, es ist wirklich, hier darf ich aber auch nicht rüber. Ach Leute, es ist ein Krampf mit diesem Navi.
So, wo sind wir denn jetzt? Weil die Quest wird ja direkt hier angezeigt. Aber irgendwie möchte das Spiel nicht so richtig. Hier kommen wir nicht drüber. Das Ding hat bestimmt auch mal blau geleuchtet, wenn man irgendeine Jagdmission oder so hat. Vielleicht sind wir da auch schon durch, keine Ahnung. Aber dass ich jetzt die Quest hier nicht mehr fortführen kann, ist irgendwie schon ein bisschen mager. Ich kann ja nochmal kurz Quest wechseln. Eigentlich müsste das dort wahrscheinlich blau leuchten und mich durchlassen. Macht es aber nicht. Er würde sich hier bestimmt durchzwängen. Ja, schade. Ärgerlich, weil ich wollte die Quest ganz gerne abschließen, aber ihr seht, es buggt irgendwie rum. Einen anderen Weg dahin gibt es ja, glaube ich, auch nicht. Navi schickt uns auf jeden Fall immer dort lang. Ah, doch hier. Ah, diese Navigation, also wirklich, dann nehmt sie lieber raus, ohne Mist. Aber so ärgert das noch viel, viel mehr. Ah, ich will mich auch nicht weiter drüber aufregen. Irgendwie gefühlt die letzten 5 Folgen schon jedes Mal. Mein Puls deswegen in die Höhe geschossen. Hallo? Na, ich kann auch keinen Schaden zufügen. Kommt der bitte noch runter? Ich wollte meine Lavageschosse jetzt nicht für die Kleinen hier verballern. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen ihm erst ein Stückchen hinterherlaufen. Aber wir sind zumindest auf dem richtigen Weg. Oder? Was sagt's Navi? Navi geht gerade gar nicht. Ach, ich bin doof. Ja, also nach der Quest gehen wir auf jeden Fall mal zum lieben netten Doktor und gucken mal, ob wir hier irgendwas hochstufen können. Hat geguckt hier, der zuckende, was ist das, Farn? Sah ein bisschen witzig aus. Wo ich sagen muss, dass diese ganze Vegetation und so im Spiel gefällt mir echt gut. Generell so das ganze Level-Design und alles drum und dran. Ja, geil. In der Luft eingefroren. Das sieht immer mega cool aus. Oder eingeäschert eher gesagt. Besser gesagt. So. Ich habe nicht mehr so viel Platz zum Ausweichen, Leute. Wäre cool, wenn wir euch irgendwann mal ein bisschen erledigen. Ah, nein, nein, nein. Lebensentzug. Oh Gott. Wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen. Ich würde ganz gern das Magazin noch behalten. Komm schon, lade, 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 jawohl. Der erste Alpha ist jetzt weg. Den zweiten können wir einäschern. Und er kriegt auch nochmal voll auf den Kopf. Ist. Wir waren voll. Das ist halt, das ist echt so das Ding mit den Alphas. Manchmal kriegen die einfach einen Ratsch und normalerweise, wenn der angesprungen kommt, ist ja gerade eben auch schon passiert, dann zieht uns das schon gut was ab, gar keine Frage, aber noch längst nicht so, dass wir deswegen sterben, ne? Aber manchmal kriegen die einfach einen Ratsch, meistens tatsächlich auch kurz bevor die sterben. Das ist mir schon in anderen Missionen aufgefallen. Und dann springen die 2-3 Mal hintereinander oder wie jetzt, die springen dich an und hauen direkt danach nochmal einen Schlag rein. Was hätte ich machen sollen? Wir waren komplett voll. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Ich will jetzt nicht lügen, aber wir waren auf jeden Fall nicht dolle geschwächt. Man kommt einfach angesprungen, macht 2 Moves hintereinander und zack. War's das. Gut, also gehen wir jetzt erstmal direkt auf die Alphas. Wo sind denn die? Hey, wir müssen uns aber auch erstmal ein bisschen um die Kleinen kümmern. Eigentlich war es so, wie wir es gerade eben gemacht haben, schon ganz gut. Und ich habe schon wieder das erste Lavageschoss verloren. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier noch warten? Ja, ich lade nach und lasse die Fähigkeit nochmal fix aufladen. Tut mir leid für die Zeit, die wir verschwenden. Obwohl, wir müssen eh ein Folgenende machen, sehe ich gerade. Na gut, dann machen wir erstmal Schluss. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.